Dozo. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Japanese School Life. Und wir haben die nächste Lerngruppe für die Semesterendprüfungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier bei Japanese School Life, bevor dann die Sommerferien beginnen. Und wir sind an einem Sonntag hier zu Chocos Haus gekommen, um die gemeinsam zu lernen. Am Samstag war definitiv nicht möglich bei ihr, aus Gründen, die man eventuell schon vermuten kann, weil sich bei ihr wieder eine Cosplayerin oder eine Otaku oder keine Ahnung was versteckt und sie irgendein Event hatte. Und auf jeden Fall sind wir jetzt also wieder bei ihr zu Hause, wo sie uns hereinbittet, indem sie sagt, bitte, ist aber allerdings ein bisschen unaufgeräumt. Na dann komm ich mal rein und tja, tatsächlich, wie ich es mir gedacht habe, super sauber. Ja, ich habe mich halt gestern angestrengt und ganz viel aufgeräumt. Wenn hier ein Durcheinander herrscht, dann kann man ja wohl schlecht lernen, nicht wahr? Doch, mir hätte das überhaupt nichts ausgemacht. Dir doch auch nicht, oder Brian? Mir macht's aber was aus. Bokuga totta nuigurumi da. Da drüben, da ist ja das Plüschtier, was ich für dich holen konnte, nicht wahr? Genau. Ich hab's schön dekorativ hingestellt. Taisetsu ni shite kureteru nda. Ureshii na. Sie schätzt es also sehr wert. Das freut mich. Ah, das ist die Ausgabe von diesem Monat. Freut mich, die habe ich noch nicht gelesen. Von irgendeinem Manga-Magazin oder von was für einem? Steht es im Englischen schon da? Ne, ist nur die Ausgabe von diesem Monat hier. Jetzt hör doch mal, Arisa. Du bist doch zum Lernen hierher gekommen. Okay, Nail, also es ist wahrscheinlich irgendeine eine Mode oder eine Make-up-Zeitschrift oder irgendwas. Wenn ich das hier lese. Okay, die Sonderausgabe für diesen Monat ist. Hiha! Juhu! Es geht um Fingernägel. Also ich schätze mal an, dass mit Nägel tatsächlich Fingernägel oder sowas gemeint ist. Nail-Zeit. Ich schätze mal, ist dann irgendeine Beauty-Zeitschrift. Ach, Mann. Wäre am besten gewesen, wenn ich die auch noch weggeräumt hätte. Nandaro. Chokoga Soa Soa Stil. Ich habe keine Ahnung, was Soa Soa ist. Das gucken wir gleich mal nach. Ochitsukika naite yuka. Nanika o kini shiteru kanji da. Schauen wir mal. Soa Soa Suru. Was das ist. Das ist wieder so eine schöne japanische Lautmalerei, unter der man sich erstmal nichts vorstellen kann. Soa Soa Suru ist. Unruhig sein, nervös sein, ungeduldig sein, ruhelos sein. Ich frage mich, was es ist, aber aus irgendeinem Grund ist Choco ein wenig unruhig. So als, wirkt ein wenig unruhig. So als sei sie nervös oder als würde sie irgendetwas beschäftigen. Nee, Choco, saki kara kyoro kyoro shite, doushita no? Was ist jetzt schon wieder kyoro kyoro? Mein Gott. Ich habe schon mal gesagt, dass ich so eine Hassliebe habe mit japanischen Onomatopeen, mit Lautmalereien und dergleichen. Jetzt schauen wir mal. Kyoro, Kyoro. Suru ist unruhig um herumschauen. Sie hat irgendwas versteckt, von dem sie absolut nicht will, dass wir es finden. Hey, Choco. Seit vorhin bist du schon die ganze Zeit dich nervös am Umgucken. Was ist denn los? Es ist gar nichts. Absolut, wirklich gar nichts, worum du dir Gedanken machen musst. Und ich mache mir auch um nichts Gedanken. So. Sono nara ii nda kedo. Wirklich? Na, wenn du es sagst. Ja. Also dann, wir sollten sofort mal mit dem Lernen anfangen. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor von der letzten Lerngruppe, die wir hatten. Sieht allerdings nicht so sehr nach Fingernägeln aus, was da drin in dem Heft zu sehen ist. Aber nur gut.
Ko Natte. Koledeino Kana. Das hier muss ich so machen und. Ja, weißt du, ob das dann wohl so in Ordnung ist? Ja, das passt. Und auch die Formeln, die du zwischendurch verwendet hast, passen genau. Jatta! Jo, Yaku, Akatikta, so. Super! Endlich habe ich es geschafft, mir das zu merken. Oder es zu verstehen. Chokoga, Techo ni oshiete kureru kara, skoshi zutsu rikai dekitekita. Kore kara testo mo nantoka, nantoka narisou na ki ga suru. Weil, ja, Choko so höflich mir oder so liebenswürdig mir alles beibringt, habe ich es nach und nach alles verstanden. Deswegen habe ich jetzt auch langsam das Gefühl, dass es mit dem Test schon irgendwie laufen wird. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann wirst du sicher eine gute Punktzahlergebnis erreichen können. Deswegen strengen wir uns an, okay? Kamario. Alles klar, ich gebe mir Mühe. Aber als nächstes mal gefragt, was macht Alisa eigentlich da hinten? Ich studiere, was gerade die Modetrends in was gerade die Trends oder die ja doch Trends in der Welt sind. Also Liu Ko ist sowas wie Trends, Modetrends oder was gerade in ist und dergleichen. Second kenne ich von Second Banashi, das ist eigentlich Smalltalk, also ja, also die Trends, die gerade so in der Welt vorhanden sind. Ich gucke allerdings, wenn Second für sich alleine steht, was es dann eigentlich bedeutet. Second ist, ja, Welt, Allgemeinheit, Öffentlichkeit, Publikum, Leute. Ja, also was in der Welt so Mode ist, studiert sie gerade. Du verschwendest jetzt deine Zeit, um andere Dinge zu studieren? Ich dachte, du hattest kein Selbstvertrauen oder in dich selbst, was das Lernen für den Test oder was die Prüfung angeht. Ja, ich glaube schon, dass das ziemlich heftig übel wird mit den Prüfungen. Aber weißt du, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Kann de dosu no? Bauchgefühl? Was kann sie denn mit dem Bauchgefühl erreichen? Was hat sie da am Anfang gesagt? Yama hat de Yoten Dake? Das Verb. Das Verb hier hinten höre ich auch nicht so wirklich raus. Also, Yama ist ja normalerweise Berg, aber Pick Your Mountain? Okay, das ist irgendein Kotowasa wahrscheinlich, also irgendein Ausdruck, der beschrieben wird mit dieser Ausdruck bezeichne. Okay. Sich seinen Berg aussuchen. Yama hat Yoten Dake. War das Kuwairu oder so? Also, man stellt sich einem Berg und wählt nur die wichtigen Punkte aus und lernt diese oder so und dann wird schon alles in Ordnung sein. Also ein Ausdruck, der besagt, dass man eine Lernmethode benutzt, in der man nur ganz bestimmte Sektionen sich aussucht vom Lernstoff für einen Test und diese dann lernt. Im weiteren Sinne bedeutet es, dass man sich sozusagen auf seine Lernressourcen und ein bisschen die Arbeit, die man aufwendet, beschränkt, indem man sich ein Ziel oder einen Ort aussucht, ohne dass man allzu viel Sicherheit hat, dass man da auch tatsächlich das Richtige auswählt oder dass es zu einem Erfolg geleitet. Ah ja. Brian, du darfst dir an Arisa definitiv kein Vorbild nehmen. Okay. Boku kan de donika dekiru hodo kyo janaishi? Ich guck mal ganz kurz, weil das ist das Ki von Buki, glaube ich, und das andere ist Yo, deswegen gucken wir mal Kyo. Kyo scheint es zu sein auf jeden Fall. Kyo, Geschicktheit, Geschicklichkeit, Gewandtheit, Fingerfertigkeit oder Klugheit kann es auch heißen.
Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht so klug oder nicht so fingerfertig, irgendwie so in die Richtung, dass ich mit dem Bauchgefühl das Ganze irgendwie überstehen könnte. Ist es dann Jido ni Kotsu Yananaito Damenanda? Ist das Chido oder Jido? Ich guck mal ganz kurz. Chido? Scheint nicht Chido zu sein, aber ich guck trotzdem jetzt mal. Was war das Do? Ach, das Do. Das von Weg, also Michi. Gucken wir mal, was das hier heißt. Nein, Michi. Wie wirst du gelesen? Jimichi. Okay, in Kunlesung, aber Chi ist doch Onlesung, oder? Moment, dann will ich mal ganz kurz gucken. Haben wir hier mal einen seltenen On-Kunlesung-Fall. Hier haben wir einen On-Kunlesung-Fall, weil Chi einfach keine Kunlesungen überhaupt hat, sondern nur Onlesungen. Jimichi, alles klar. Anständigkeit, Redlichkeit, Nüchternheit. Und dann haben wir da noch Kotsu-Kotsu. Kotsu-Kotsu. Kotsu-Kotsu ist unverdrossen, arbeitsam, beharrlich, emsig, unermüdlich. Aha. Unermüdlich. Ja, also wenn ich nicht anständig unermüdlich oder wenn ich nicht unermüdlich mich anständig verhalte oder so lerne, dann ja, wird das bei mir definitiv ein Fehlschlag werden. Aber Choco macht sich Sorgen um ihre Freundin Alisa. Oder auch nicht. Sie ist nach wie vor nervös wegen was auch immer sie versteckt hat von ihren Otaku oder Cosplay-Sachen oder keine Ahnung was. Closetto. Nanika Kininaro no? Beschäftigt dich irgendwas, was in deinem Schrank ist? Hä? Wie hast du das heraus? Sake kara zutto ki ni shiteru mitai dakara. Na, weil du schon seit vorhin die ganze Zeit, ja, immer mal deinen Schrank anschaust. Versteckst du da irgendwelche Höschen oder so? Ich meine, wäre ja wohl ganz normal in einem Kleiderschrank, wenn es ein Kleiderschrank oder so ist, da Höschen drin zu haben. Oder etwa nicht? Nein, sag nicht so ein komisches Zeug. Ganz genau. Dort in dem Schrank sind ja auch deine Unterhöschen gar nicht drin. Wie? Woher weißt du das? Naja, wenn es um Choco geht, ich weiß alles über dich. Kuchio. Was? Kuchio. Nikui. Wadaida. Kuchio. Ich guck mal kurz, wenn ich Kuchio suche, ob dann das Verb kommt. Kuchio. Wie sieht's aus? Mit Hand und dann das Kuchio. Sehe ich das hier irgendwo in der Auswahl? Nee, ich glaube, das ist es nicht. Kuchio mit T. Ah, hier ist es. Gut, dann muss ich es nicht in Englisch umschalten. Kuchio Hasamu ist es. Hasamu. Und das bedeutet ins Wort fallen. Das ist irgendwie ein Gesprächsthema, wo es gerade schwerfällt, sich am Gespräch zu beteiligen. Oh Mann, Alisa, jetzt reiß dich endlich mal zusammen und lerne. Ganz genau. Ich bin fast fertig hier mit Lesen. Sobald ich fertig bin, dann werde ich dir zeigen, was ich drauf habe. Mata Sashini Shuichu. Alisa, teste und da vertieft sie sich dann wieder in das Magazin. Ich frage mich, ob Alisa, ja, ob's bei ihren Prüfungen wirklich, ja, ob sie das überstehen wird. Alisa te kashikara anna kanji datta no? Ist Alisa schon von, ja, Kindheitstagen an oder schon immer so gewesen? Naja, wenn man ihr da mal etwas beibringt, dann versteht sie das ziemlich schnell, ziemlich sofort. Aber naja, wenn es eben ums Lernen geht, dann ist sie aber auch ziemlich schnell gelangweilt davon. So, Nanda. Wenkyushiteru to sugu ni akita te iteru mon ne. So ist das also.
Na stimmt, wann immer sie lernt, sagt sie dann sofort, kein Bock mehr und so ein Zeug, nicht wahr? Ja, aber wenn sie sich mal anstrengt, dann ist sie auch jemand, der ordentlich was schaffen kann. Weil Arisa ist ziemlich klug, weißt du? Oh ja, weiter, weiter, lob mich noch mehr. Wenn man ihr sowas dann sagt, fühlt sie sich sofort wie auf dem hohen Ross. Und das ist dann der Grund, warum sie dann irgendwann mal durchfällt oder, ja, warum es Fehlschläge gibt. Choco, hast du mich etwa so sehr? Weil ich ganz im Gegenteil, weil ich dich mag, ja, beschäftige oder versuche ich doch dir hier zu helfen und so, okay? Deswegen, wenn du das kapiert hast, dann komm endlich mal bald hierher. Tja, da kam ich wohl nicht gegen an. Um deiner Liebe angemessen zu antworten, sollte ich wohl mich mal ein wenig anstrengen, was? Natsuyasumi, Hoshimon, ne? Gambaro yo. Ja, wir wollen ja ordentliche Sommerferien dann haben, nicht wahr? Also strengen wir uns an. Ja, Mann, war das anstrengend. Ich habe mich genug angestrengt für ein Jahr. Was redest du denn da? Wir haben noch zwei von diesen regelmäßig gesetzten Prüfungen. Also dir ist schon bewusst, wie oft wir noch Prüfungen und so weiter erleben müssen. Oder nee, nicht. Ah, hier ist mit Teki-Testo. Also, ich glaube, hiermit sind die Semester gemeint. Also wir haben noch zwei Semester mit voll mit Prüfungen. Also, weißt du, wie viele Prüfungen das insgesamt noch sind? Moment, was war das eine Wort, was sie gesagt hat? War das Kakutoki? Ich guck mal danach. Kakutoki? Kakutoki? Kakutoki ist es, glaub ich, nicht. Ich hör's nochmal. Ah ne, das andere ist auch nicht Toki, sondern Toku. Kakutoku vielleicht. Kakutoku? Ne, das eine Wort kriege ich hier leider nicht raus. Also diese beiden Zeichen hier, die nach Natsuyasumi stehen. Naja, wenn es soweit ist, dann denke ich, dann wenn es soweit ist, daran. Momentan reicht es aus, wenn man für irgendwas der Sommerferien, ja, lernt. Dann schauen wir mal. Okay, sicherstellen oder sich absichern. Wahrscheinlich, wenn ich das suchen würde. Mal hoch. Nee, das ist. Ah, das eine Zeichen kenne ich nicht, weil das vorne mit diesen einen komischen Radikal losgeht. Ja, auf jeden Fall sagt sie also. Ja, momentan ist mir die reicht es für mich aus, wenn ich mich so sehr anstrenge, dass die Absicherung der Sommerferien gewährleistet ist. So, Dani. Bokomo Kambalanakya. Ganz genau. Und dafür muss ich mich auch anstrengen. Kyo, taksan oshiete moratta okage de, sugaku wa nan toka narisou da zo. Choku ni wa taksan kancha shinakya. Ja, durch das ganze Lernen oder was mir heute beigebracht worden ist, habe ich irgendwie Mathematik einigermaßen kapieren können. Ich muss Choku wirklich sehr dankbar sein oder meinen Dank ausdrücken.